Hallo liebe Freunde des Kochens, heute bereiten wir gebratene Auberginen vor. Was benötigen wir? Auberginen, eine Zwiebel, eine Karotte, Tomate, etwas Dill und eine Zehe Knoblauch. Pfeffer, rote Paprika edelsüß, Salz und Mayonnaise. Die Zwiebeln und die Karotten durch Vorreiben, Zwiebel schneide ich in Würfeln und Dill genauso. Mit den Tomaten schneide ich genauso in die Würfeln. Auberginen habe ich jetzt soweit zugeschnitten, die tue ich jetzt auch anbraten, von beiden Seiten gleichmäßig. Die Auberginen kann man in Ei eintunken, die kann man auch in Mehl und man kann sie auch so braten, wie sie sind. Ich brate in dem Fall so, wie die sind. Zuerst tun wir etwas Öl hinein, das reicht ein bisschen. Dann tun wir die Zwiebeln, Karotten und am Schluss tun wir die Tomaten noch hinein. Jetzt tun wir die Zwiebel hinein. Die Zwiebeln lassen wir das glasig anbraten und dann tun wir den geriebenen Karotten rein. Und jetzt tun wir die Tomaten noch rein. Jetzt haben wir die Tomaten, Zwiebeln und die Karotten angebraten. Die holen wir jetzt raus und stellen zur Seite. Tomaten, Karotten, Zwiebelgemisch ist jetzt bei uns abgekühlt. Jetzt tun wir das abwürzen mit Salz, Pfeffer, Paprika und tun Mayonnaise mit Knoblauch und Dill dazu. Jetzt sind die ganzen Gewürze drin. Ich habe Mayonnaise genau 2 Löffel reingelegt. Mehr sollte nicht sein, weil aufgrund des, lässt Wasser, wird zu flüssig. Und daher sind 2 Esslöffel Mayonnaise vollkommen ausreichend. Eine Zehe Knoblauch ist drin, man kann auch mehr reintun, je nachdem wie jeder seinen Vorlieben hat. Ich habe jetzt bloß eine reingetan. Jetzt alle angebraten, unsere Gemüsemischung ist jetzt auch schon fertig. Jetzt richten wir an. Wir fangen mit den großen, legen wir unten aus. Wir legen sie deswegen unten aus, da machen wir eine Pyramide daraus. Das heißt von klein, von groß auf klein. Wir nehmen jetzt einen Löffel rein, richten wir so aus, einen guten Löffel, tun wir drauf. Von allen Sachen muss man halt immer dann gucken und abwägen, wie viel die Menge einfach reichen tut. Wie viel Füllung möchte man oben drauf haben, will man viel haben, will man nur bloß ein bisschen, dass es ein bestrichen ist. Zu den Auberginen ist es am besten geeignet, das ist halt einfach ein weißes Brot. So soll es ausschauen. Wir tun jetzt eine Schicht nach der anderen genauso auslegen. Gucken, dass wir die Auberginen auch ungefähr gleichmäßig oder ungefähr nach der Größe kommen. Und genauso wieder Schicht für Schicht tun wir die Marinade oder eher das Gemüse drauf. Sobald wir fertig sind, stellen wir das ins Kühlschrank ab. Das bedeutet, benötigt ungefähr 2 Stunden, sollte es einfach ruhen lassen, damit sich einfach die Geschmäcke miteinander sich verbinden tun. Dass der Geschmack einfach sich entfalten kann. So soll es ungefähr aussehen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch, abonniert mich, viel Spaß beim Nachkochen und ich wünsche euch einen guten Appetit.